Das Mysterium des Todes und die Geheimnisse längst verlassener Orte üben auf uns Menschen eine einzigartige Faszination aus und beschäftigen uns oft ein ganzes Leben. Uns geht das nicht anders, deswegen geht es in diesem Video um die Geschichten, die sich an den unheimlichsten verlassenen Orten abgespielt haben. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und archäologische Entdeckungen? Dann zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Das Gavea Hotel. Die Einwohner von Rio de Janeiro kennen es als Esqueleto Hotel, zu Deutsch das Skelett Hotel. Mitten im Dschungel Brasiliens erhebt es sich über die Baumwipfel und bietet von seinem Dach aus den lokalen Abenteurern einen fantastischen Ausblick über Wald und Meer. Nur leider steht dieses halb verfallene Gebäude seit über 40 Jahren leer. Die Bauarbeiten begannen 1953. Die Besitzer übernahmen sich mit der 16 Stockwerke hohen Konstruktion, was 19 Jahre später dazu führte, dass sie Insolvenz anmelden mussten. Seitdem ruhen die Arbeiten und das Gavea Hotel wird für immer unvollendet bleiben. Um die Aussicht genießen zu können, muss man sich allerdings eine steile Treppe bis auf das Flachdach quälen und dort geht es ganz ohne Geländer steil in die Tiefe. Und obwohl das Gebäude allmählich zerfällt, steht es doch noch stabil und lockt zahlreiche Entdecker an. Der Camelot Park. Freizeitparks sind beliebt, so auch der Camelot Park in Lancashire, England. Er eröffnete 1983 und entwarf eine Märchenwelt für Familien, die die Geschichte von König Artus und den Rittern der Tafelrunde erzählte. Über die Jahre wechselte der Park mehrmals den Besitzer und zog immer weniger Besucher an, bis er 2012 endgültig seine Pforten schließen musste. Auch wenn einige Fahrgeschäfte verkauft wurden, stehen trotzdem noch viele auf dem Gelände und trotzen Wind und Wetter, so zum Beispiel auch der berühmte Nightmare Rollercoaster. Mittlerweile zieht der Park wieder Besucher an, allerdings diesmal junge Leute, die der Nervenkitzel dorthin lockt. Denn eins ist sicher, in den Nebeln Englands entwickelt der Camelot Park mit seinen halb verfallenen Attraktionen eine besonders unheimliche Atmosphäre. Das Wikingerdorf. Mitten im isländischen Nirgendwo kannst du seit neuestem eine schmale Straße bei Höfen nehmen, die dich direkt in die Vergangenheit zu transportieren scheint. Die Rede ist von einem originalgetreu nachgebauten Wikingerdorf, das auf dem Land eines lokalen Bauern steht. Ursprünglich gebaut für einen Film, der dann nie gedreht wurde, dürfen Touristen nun gegen eine geringe Gebühr durch die Straßen der Siedlung streifen und sich fühlen wie echte Wikinger. Die Pferde, die nebenan grasen, strahlen ebenfalls Authentizität aus und machen das Erlebnis noch außergewöhnlicher. Mittlerweile besteht sogar wieder Hoffnung, dass die Kulisse doch noch ihrem ursprünglichen Zweck dient. Universal hat dort bereits einen Dreh angekündigt. Der isländische Regisseur Balthasar Kormákur darf hier seinen Film Wikinger verwirklichen. Das Dorf von Fukushima. Jeder erinnert sich noch an die Nuklearkatastrophe vor 9 Jahren in Japan, bei der die Menschen zu allem Überfluss auch noch einem verheerenden Tsunami und einem Erdbeben ausgesetzt waren, die die Kernschmelze erst verursachten. Mehr als 200.000 Einwohner verloren ihre Heimat und verließen überstürzt den ungefähr 20 Kilometer großen Radius, der nach wie vor mit einer gefährlichen Menge an Strahlung belastet ist. Seitdem steht Nami leer und wird nur noch von Behörden und sogenannten Extremtouristen besucht. Die Bilder erinnern an Szenen aus Horrorfilmen und wirken, als wären die Bewohner gerade erst fortgegangen. Überall liegen Spielzeug und Waren herum und es ist vollkommen still. Die Regierung hat mittlerweile wieder einige Bereiche als grün und somit als bewohnbar eingestuft, aber obwohl die Menschen so viel zurücklassen mussten, besiedelt diese Bereiche niemand. Keiner möchte in dieser Geisterstadt leben, in der so viele Menschen tödlichen Strahlendosen ausgesetzt waren. Obwohl die rote Zone nach wie vor schwer verseucht ist, arbeiten dort viele Leute, renovieren und reißen Gebäude ein, um die Stadt wieder bewohnbar zu machen. Es scheint, als wollte die Regierung dieses traurige Kapitel um jeden Preis abschließen, auch wenn die Geflohenen das nicht können, weil sie zu viel verloren haben, 2011 in Nami. Radio Kootwijk. Auch die Niederlande haben ihre verlassenen Orte, die die Menschen mit ihrem morbiden Anblick anlocken. Einer davon liegt in der Gemeinde Apeldoorn und heißt Radio Kootwijk, südlich der gleichnamigen Stadt in einem dicht bewaldeten Gebiet.
1918 entstand dort ein Kurzwellenradiotransmitter, durch den man mit den Kolonien in Ostindien in Verbindung bleiben wollte. Bis 1928 wurde diese Vorrichtung dann immer weiter ausgebaut und mehrere Male in neuere Technologien umgewandelt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Funkmasten allerdings von deutschen Streitkräften vollständig zerstört und später nur teilweise wieder aufgebaut. Von der Zeit überholt verlor Radio Kotwig immer mehr an Bedeutung, weswegen die Eigentümer die Anlage abbauten, bis 2004 auch der letzte Funkmast fiel. Heute steht dort als einziges noch das Gebäude A, auch die Kathedrale oder die Sphinx genannt. Mit seinem ikonischen, aber düsteren Aussehen verleiht es dem ganzen Gebiet eine gruselige Ausstrahlung und dient mittlerweile als Kulisse für Events und Filme, zum Beispiel für Mindhunters. Das Black Hills Ordnance Depot. Beim BHOD handelt es sich um eine Instandhaltungseinrichtung mit Waffenlager des Ordnance Corps der US Army. Es liegt in South Dakota, etwa 8 Meilen entfernt von der Stadt Edgemont. Die Anlage wurde 1942 angelegt, um das Korps mit allem zu versorgen, was es durch den Zweiten Weltkrieg benötigte. Dadurch entwickelte sich das BHOD mit der Zeit auch zu einer Wohnsiedlung, da die Angehörigen der Soldaten ebenfalls dort lebten. Aus diesem Grund entstanden auch ein Krankenhaus, Schulen, eine Kirche, Läden, ein Theater und vieles mehr. Die Anlage bekam den Spitznamen Igloo, weil die Gebäude zur Waffenlagerung dieselbe charakteristische Form haben. Später bekam Black Hills allerdings eine deutlich negativere Komponente. Es wurden chemische Waffen wie Sarin und Senfgas getestet und italienische Kriegsgefangene untergebracht. Am 30. Juni 1967 erfolgte die Schließung des Areals, die knapp 1800 Bewohner mussten umziehen und viele der Häuser wurden ins Pine Ridge Indianerreservat transportiert. Seit 2016 befindet sich das Gelände im Besitz der Vivo Group, die dort Überlebensbunker für Privatleute einrichtet. Darüber wird derzeit eine Doku-Serie gedreht. Die verlassenen UFO-Häuser. Außerhalb von Homestead, kurz vor den Everglades, stehen zwei Gebäude, die dem Betrachter einige Rätsel aufgeben. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich zahlreiche Geschichten um die Häuser ranken, die wegen ihrer seltsamen Form auch als Alienhäuser oder Pilzhäuser bekannt sind. Eine dieser Geschichten geht davon aus, dass die Gebäude einem Drogendealer gehört haben, der dort exotische Tiere in Käfigen zwischenlagerte. In den Käfigen wurden dann angeblich Drogen versteckt und die Tiere für extrem hohe Preise mitsamt den Drogen verkauft. Eine westlich weniger populäre Theorie nimmt dagegen an, dass sich dort eine Gruppe von Nudisten niederließ, um keine Nachbarn zu haben, die sie mit ihrer Lebensweise stören könnten. Laut gängiger Informationen wurden die UFO-Häuser 1974 gebaut, in einer Zeit, als Kunst und Gesellschaft stark von Weltraumelementen beeinflusst wurde. Peter Vander Cloud, ein Architekt aus Miami, entwarf diese und mehrere andere Häuser in verschiedenen Bundesstaaten wie Illinois oder South Carolina. Mittels hydraulischer Stützen wird die mehr als 280 Tonnen schwere Konstruktion über dem Boden gehalten. Danach wurden die Wände eingebaut. Über die Jahre wurden die Häuser immer wieder von Menschen besucht und demoliert. Im August 2013 fand schließlich eine relativ tiefgreifende Zerstörung statt. Nichtsdestotrotz sind die beiden Gebäude nach wie vor ein absoluter Eyecatcher und lassen sich erkunden. Wem sie allerdings gehörten und warum sie so weit abseits von jedem Nachbar stehen, ist bis heute unklar. Das verlassene Märchendorf. Diesen verwunschenen Flecken Erde überhaupt zu finden, könnte schon ziemlich schwierig für dich werden. Ohne offizielle Adresse liegt es auf einem privaten Waldgrundstück abseits der Hauptstraße von Waterbury in Connecticut. Zahlreiche Geschichten ranken sich um dieses Dorf. Manche glauben, es sei verflucht, andere, dass es von Geistern heimgesucht wird. Die Einheimischen nennen es Little People's Village, das Dorf des kleinen Volkes, wegen der geringen Größe der halb verfallenen Gebäude. Die Geschichte des Märchendorfs beginnt mit Joseph Lennon, der 1924 eine Tankstelle zwischen Middlebury und Waterbury baut und betreibt. 4 Jahre später wird eine neue Verbindungsstraße fertiggestellt, sodass Lennons Tankstelle pleite geht. Doch er gibt nicht auf, sondern eröffnet einen Heilgarten mit vielen Pflanzen, bunten Blumen und einer kleinen Stadt mit Häusern, einer Kirche, elektrischem Licht und vielem mehr. Leider stellte er dieses Dorf nie fertig. Im Jahr 1939 heiratete er und ließ sein Projekt verfallen. Die düsteren Legenden, die sich um das Feendorf drehen, nehmen stets ein tragisches Ende.
Egal, ob es die Geschichte von dem Ehepaar ist, das das Dorf baut, um das kleine Volk zu besänftigen, die der Frau, die von den Feen belästigt wird, bis sie ein Dorf errichtet, oder die vom einsamen Mann, der immer massiver von den Stimmen der Feen verfolgt wird und sie mit diesem Geschenk dazu bringen will, still zu sein. In jedem dieser Fälle sterben die Protagonisten dadurch, dass sie vom kleinen Volk im eigenen Haus eingesperrt werden, die Frau ihren Ehemann mit einer Axt tötet, als der sich auf den Elfenthron setzt, oder Selbstmord begehen, um die Stimmen nicht mehr hören zu müssen. Zudem wird gemunkelt, dass jeder, der sich auf den Elfenthron setzt, innerhalb der folgenden 7 Jahre sterben wird. Und auch wenn diese Geschichten nicht wahr sind, tragen sie doch zur Anziehungskraft dieses Ortes bei. Natürlich gibt es noch viel mehr verlassene Orte, die uns beim Erforschen einen Nervenkitzel bescheren und interessante Hintergrundgeschichten verbergen. Damit sie nicht verloren gehen, sollten sie immer wieder erzählt werden. Deswegen schreibt uns unbedingt in die Kommentare, wenn ihr noch andere solcher Orte kennt oder diese sogar schon mal besucht habt. Wir freuen uns auf Diskussionen, neue Infos und gruselige Legenden.